Die All-NBA-Teams sind Trash, Freunde. Nein, Spaß. Die All-NBA-Teams sind eigentlich Cash dieses Jahr. Ich habe wenig daran auszusetzen. Trotzdem gehen wir einmal durch, wer hier möglicherweise gesnappt wurde, wer jetzt eine Menge Kohle mehr verdienen wird. Und wir gucken ein sehr, sehr wichtiges Duell an, nämlich zwischen LeBron und Kawhi. Denn da wird extrem drüber gestritten, wer eigentlich in welches Team gehört. Aber wir gehen es mal der Reihe durch, Freunde. Wir fangen an mit dem All-NBA First Team. Wir haben Giannis, Luka, Shai, Jokic und Tatum. Ich habe nichts daran auszusetzen. Das waren die fünf besten Spieler der Liga in diesem Jahr. Wir werden gleich über den einen oder anderen noch ein bisschen ausführlicher reden, aber All-NBA First Team geht auf jeden Fall klar. All-NBA Second Team. Wir haben Jalen Brunson, Anthony Davis, KD, Anthony Edwards und Kawhi. Oh mein Gott, Kawhi ist im Second Team und der King ist im Third Team. Das ist eine große Diskussion, in die wir gleich reingehen werden, Freunde. Aber ansonsten, ich habe an diesem Second Team auch nichts auszusetzen. Brunson, AD, KD, Ant und Kawhi. Ich hatte das genau so. Also mein First Team und mein Second Team sind exakt die gleichen Teams, wie sie von der NBA am Ende jetzt gevotet wurden. Aber, Freunde, All-NBA Third Team, hier fängt es langsam an. Wir haben Booker, wir haben Curry, wir haben Haliburton, wir haben LeBron und wir haben Sabonis. Ich habe mit zwei Spielern hier möglicherweise ein Problem, vor allem mit Haliburton und mit LeBron. Aber dazu kommen wir gleich. Wir wollen uns erstmal angucken, was das für bestimmte Spieler monetär bedeutet. Denn das Cash, was einige Jungs jetzt bekommen aufgrund dieser All-NBA-Berufungen, sind crazy. Hier ist einmal die Kohle für Anthony Edwards und Tyrese Haliburton. Die würden normalerweise in den nächsten paar Jahren 35, 38, 40, 43 und 46 Millionen Dollar im Jahr bekommen oder 204 Millionen Dollar für 5 Jahre. Was ja schon mal ganz stabil ist, aber wir wissen, das Leben ist mittlerweile auch hart geworden, Inflation, und wir wollen nicht, dass die Jungs weiterhin an der Armutsgrenze leben. Deswegen haben sie durch ihre All-NBA-Berufungen jetzt nochmal 41 Millionen obendrauf bekommen und verdienen damit am Ende, Gott sei Dank, 245 Millionen, damit sie sich auch weiterhin Brötchen und eine Tüte Milch kaufen können. Es ist crazy. Diese All-NBA-Berufungen haben halt direkten Einfluss darauf, was für Verträge du unterschreiben kannst. Und das ist eigentlich wirklich keine coole Sache, denn diese All-NBA-Teams werden von Medienvertretern, Journalisten, all types of people im NBA-Kosmos werden gewählt von normalen Leuten. Und die, also natürlich sind es Leute, die vermeintlich eine Expertise haben sollten. Teilweise haben aber auch Leute wie Kendrick Perkins ein Vote, also wir nehmen das, wie es ist. Aber ich sag so, das ist eigentlich zu viel Verantwortung. An so ein Voting sollten keine Vertragsbedingungen geknüpft sein, denn das hier sind nur die Rookie-Extensions. Jetzt gucken wir uns mal die Extension an von Shai Gilgeous-Alexander. Der kann der erste Spieler der Geschichte werden, der 80 Millionen Dollar in einer Saison verdienen wird. Im nächsten Jahr, also er unterschreibt diese Extension im Sommer 2025 und verdient dann daraufhin 65, 70, 76, 81 Millionen, fast 300 Millionen Dollar. Und wie gesagt, in der letzten Saison über 80 Millionen Dollar. Da wirkt selbst Bradley Beal wie ein Schnäppchen. Und der ist schon auf dem schlimmsten Vertrag aller Zeiten. Das ist crazy. Shai wird 80 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Nicht, dass ich sagen würde, Shai ist das nicht wert oder Shai ist kein sehr guter Spieler und hat verdient, einen der größten Verträge zu haben. Aber trotzdem, diese 80 Millionen im Jahr, die ballern schon anders. Und der letzte Kollege, über den wir reden müssen, und das ist wirklich dann der größte Vertrag in der NBA-Geschichte, ist Luka Doncic. Luka Doncic kann im Sommer 2025 einen 346 Millionen Dollar Vertrag unterschreiben. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist so viel Kohle. Wenn es jemand verdient hat, dann Luka, weil abgesehen von LeBron tut, glaube ich, so gut wie niemand mehr für das Public Image der Liga. Also insofern, dass Leute einfach einschalten für ihn, dass er ein charismatischer Spieler ist, der wirklich in jeder Altersgruppe und in jeder Demografie einfach auf der ganzen Welt irgendwie ankommt. Aber 346 Millionen Dollar ist crazy.
Lass uns nochmal kurz die Teams durchgehen, um jetzt zu gucken, ob hier alles in Ordnung ist. First Team, meiner Meinung nach, wie gesagt, gibt's keinerlei Probleme. Ich wollte erst kurz noch weiter über Luca reden. Genau, Luca, 5. Mal in 6 Saisons, dass er All-NBA First Team ist. Also zu den 5 besten Spielern der Liga gehört, vermeintlich zu den 1-2 besten Guards der Liga. Er war außerdem Topscorer in dieser Saison. Er wurde 3. beim MVP-Voting. Er war 4-mal Player of the Week in der Western Conference, 2-mal Player of the Month in der Western Conference. Das ist ein Resümee, was ihn wahrscheinlich aufgrund alleine seiner NBA-Leistungen bisher wahrscheinlich zum Hall of Famer machen würde, ziemlich sicher. Er war auch 2-mal im Conference-Finale mit seiner Mannschaft, bisher noch nie im Finale, möglicherweise dieses Jahr. Im Moment steht es 1-0 gegen die Wolves. Aber der Junge ist schon von einem anderen Planeten, denn in 6 Jahren 5-mal All-NBA First. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand jemals geschafft hat. Nicht mal LeBron hat das geschafft. So crazy ist es und wir reden gleich noch über LeBron. Aber nicht mal LeBron hat das geschafft. Und das, was ich so beeindruckend finde an Luca, ist einfach, dass du seine NBA-Karriere nehmen kannst. Und das ist schon eine Hall-of-Fame-Karriere. Und dann addest du noch dazu, was er in Europa gemacht hat. Der Junge war schon Euroleague-MVP. Der Junge war Euroleague-Final-Four-MVP. Der Junge war Euroleague-Champion. Und ich glaube, er hat sogar einmal die Eurobasket gewonnen, bevor ich überhaupt damals so über ihn überhaupt krass auf dem Schirm hatte. Also, und das alles vor der NBA-Karriere, wo er jetzt auch schon 6 Jahre spielt und 5-mal All-NBA First Team ist. Also Luca ist wirklich einer der krassesten Basketballspieler, die jemals dieses orangefarbene Leder in die Hand genommen haben. Dann checken wir nochmal schnell Second und Third Team. Wie gesagt, Second Team, ich hatte es ganz genauso gewotet. Ich hatte das First Team ganz genauso gewotet. Aber die Kawhi-Personalie ist eine strittige. Denn viele, viele Leute hätten gerne LeBron über Kawhi. Und was auch viele Leute gerne hätten, Haliburton nicht im All-NBA-Team. Und das ist jetzt tricky, ne? Weil Haliburton profitiert halt natürlich dadurch, dass er diese All-NBA-Berufung hat. Dadurch bekommt er jetzt die Super Extension oder die Rookie Max Extension und bekommt nochmal 41 Millionen Dollar obendrauf. Deswegen, ich kann verstehen, wenn ich jetzt ein Voter gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon drüber nachgedacht, so ey shit, soll ich Halle nicht meine Stimme geben, komm, was juckt es, ob der jetzt All-NBA Third Team ist oder nicht. Aber es gibt natürlich Snubs. Es gibt natürlich jetzt Jungs, die deswegen nicht ins Team gekommen sind. Und ich habe mal ein paar davon hier zusammengetragen. Wir haben hier De'Aaron Fox natürlich. Wir haben Tyrese Maxey. Wir haben Zion. Wir haben Jaylen Brown, Wemby und Damian Lillard. Einige sind mehr Snub als der andere. Mir ist das schon klar. Und wir gehen sie mal kurz durch. Also, den besten Case hat Jaylen Brown und wahrscheinlich dahinter Tyrese Maxey. Die beiden lese ich auch gerade überall. Vor allem die Celtics-Fans sind sehr, sehr sauer, dass Jaylen Brown keinen Spot bekommen hat. Ich kann das nachvollziehen. Jaylen hat wirklich eine gute Saison gespielt. Celtics waren mit Abstand das beste Team der Liga. Seine Defense ist sehr, sehr stark in diesem Jahr gewesen. Und ja, man kann sich einfach auf ihn verlassen. Er scored auch seine über 20. Er reboundet, er spielt Assists. Er macht alles, ist ein super Defender, super Two-Way-Player. Ist bei einem der besten Teams, bei dem besten Team der Liga. Also warum hat er keinen Spot verdient? Das gleiche gilt für Maxey. Maxey, Riesenschritt nach vorne gemacht, hat eine geile Saison gespielt. Nicht den besten Record leider ohne Embiid eingefahren, aber das liegt nicht nur an ihm, das liegt an dem Sixers-Team. Trotzdem, die beiden waren somit die besten oder die größten Snubs. Ich persönlich hatte Zion in meinem Third Team, wo ich jetzt gerade echt nochmal so ein bisschen Research gemacht habe und mich gefragt habe, warum habe ich Zion in mein Third Team gepackt? Ich weiß, dass mir seine zweite Saisonhälfte gut gefallen hat, aber All-NBA-Team würde ich, jetzt wo ich vor allem nochmal Jaylen Brown und auch Maxey gecheckt habe, wobei Maxey klammer ich mal aus, aber ich glaube, wenn ihr mich heute fragen würdet, ich würde es wahrscheinlich Jaylen geben. Ich würde es nicht Zion geben, ich würde es nicht Maxey geben, ich würde es nicht Fox geben, nicht Dame geben, obwohl er bei den Bucks spielt und ich würde es auf jeden Fall auch nicht Wemby geben. Ganz kurz zu Wemby aber, habe ich extra vorbereitet, wir müssen kurz drüber reden. Wemby, crazy season, ne? Schau mal, der wurde Block-Champion, Rookie of the Year, All-Rookie-Team und All-NBA-Defense-First-Team. Er gehört zu den 5 besten Defendern der Liga. Das ist
verrückt. Es wird positionslos gewählt, deswegen konnten mehrere Big Men und Center in diesem All-NBA First Team sein. Eigentlich sind da 4 Center und Herb Jones. Shoutout Herb Jones, geiler Typ, geiler Verteidiger bei den Pelicans. Er gehört noch nicht ins All-NBA-Team und schon gar nicht ins All-NBA-First- oder Second-Team, also das Wemby-Thema. Ich habe es zwar viel gesehen überall, aber come on, Alter, wir müssen auch nicht übertreiben. Er ist der erste Rookie in einem All-NBA-First-Team. Er ist sowieso der erste Rookie, ist er der erste Rookie, der die NBA in Blocks anführt? Ich glaube nicht, aber er führt die NBA in Blocks an. Ihm wird die Liga gehören in 1-2 Jahren, da mache ich mir gar keine Sorgen und dann kann er auch in die All-NBA-Teams gehen. Aber dieses Jahr ist es noch ein bisschen zu früh. Kommen wir jetzt mal zu unserem Boy Tyrese Halliburton. Ich hatte ihn nicht in meinen All-NBA-Teams und ich sage euch warum. Halliburton hatte eine komische Saison. Ich hatte neulich einen Videotitel, der hieß, glaube ich, Dr. Luca und Mr. Doncic, also angespielt an Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und das Gleiche kannst du sagen für Halli in dieser Saison. Halli in dieser Saison war crazy bis zu seiner Verletzung. Und nach der Verletzung dann halt überhaupt nicht mehr All-NBA-Kaliber, nicht mal All-Star-Kaliber. Der war vor der Verletzung ungefähr bei 24 Punkten, 12,5 Assists, hat 50, 40, 87 geworfen. Das ist crazy. Das sind Stats, davon träumst du, dass ein Spieler, der so jung ist, solche Stats auflegt. Das ist 1000% All-NBA-würdig, okay? Und dann gehst du danach in diese Games, die er nach seiner Verletzung gespielt hat, ist ungefähr die gleiche Anzahl an Games. Und er kommt dir mit 17 Punkten, 9,3 Assists, Dreierquote runtergedroppt auf 32%, Field Goal Quote gedroppt, Freiwurfquote gedroppt. Und du denkst dir, das ist kein All-NBA-Spieler. Und das ist halt so schwer zu entscheiden jetzt. Er hat 33 Spiele wie ein All-NBA-Player gespielt. Und dann 33, 34 Spiele nach seiner Verletzung überhaupt nicht mehr auf dem Level. Gibst du ihm jetzt die Nominierung, ja oder nein? Die Voter haben entschieden, ja, wir geben sie ihm. Ich bin mir sicher, viele der Voter haben da auch mit einberechnet, so ey, wenn wir ihm das nicht geben, dann robben wir den Jungen sozusagen 41 Millionen. Hätte er sich nicht verletzt, hätte er All-NBA-Level gespielt. Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, ja, hätte, aber die anderen Jungs haben vielleicht das ganze Jahr über, wie Jaylen Brown zum Beispiel, haben das ganze Jahr über eine All-NBA-Leistung abgerufen. Warum werden die dann nicht belohnt und warum kriegt Sally? Jaylen Brown hat schon 300 Millionen Vertrag ohne eine linke Hand, deswegen, ich glaube, dem geht's auch so gut. Aber trotzdem ist das ein interessanter Faktor. Und das letzte Thema, was wir ansprechen wollen, Leute, ich habe es jetzt ein paar Mal geteasert, LeBron versus Kawhi. Das ist wirklich ein riesen Streitpunkt, LeBron versus Kawhi. Und ich habe kurz was vorbereitet. Genau, also einmal hier haben wir das Bild von den beiden. Sie haben dreimal diese Saison gegeneinander gespielt. Dreimal haben die Lakers gewonnen mit LeBron. Und ich habe es uns hier auch einmal aufgelistet. Also, in der Regular Season 3-0 für LeBron. Mehr Spiele gemacht hat LeBron. Mehr Punkte hat LeBron, mehr Assists hat LeBron, mehr Rebounds hat LeBron. Steals und Blocks geht an Kawhi, wenn auch knapp, aber so ist es teilweise hier auch bei den Stats. Wobei Steals und Blocks ist sehr knapp. Field Goal Quote geht an LeBron. Dreier und Freiwürfe gehen wiederum an Kawhi. Aber auch hier muss man sagen, sehr, sehr knapp. LeBron war extrem effizient in diesem Jahr von der Dreierlinie. Und dann effektive Field-Goal-Quote geht wiederum ganz knapp an LeBron. Bucks plus minus geht an LeBron. Value over replacement player, Shoutout Siebers, geht an LeBron. Und All-Star-Nominierung an beide. Championship, beide schon zu Hause. Deswegen werden beide keine haben. Es ist schwer. Ich würde sagen, Kawhi verdient den Second Spot. Ich habe ihm Second Spot gegeben. Zum einen, weil Kawhi der beste Spieler ist seines Teams. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, AD ist immer der bessere Spieler als LeBron auf dem Feld, aber sie wechseln sich zumindest ab. Wenn Kawhi auf dem Feld ist, ist er der beste Spieler auf dem Feld. Er spielt bessere Defense als LeBron. Und wahrscheinlich der entscheidendste Faktor, die Clippers waren ein Playoff-Team mit, ich meine sogar über 50 Siegen. Die Lakers waren ein Play-In-Team, was es gerade so in die Playoffs geschafft hat. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich weiß, dass Kawhi nicht mehr der Defender ist wie früher. Und viele Leute versuchen sich das so einzureden, so ja, Kawhi ist genauso wie damals, das ist Prime Kawhi. Das ist lange nicht Prime Kawhi, ich weiß. Es ist aber auch nicht mehr Prime LeBron.
LeBron ist der viel bessere Playmaker. LeBron ist der Spieler, der konstanter ist über die Saison. So, die Clippers hatten einen sehr starken Stretch. Da wirkte Kawhi unglaublich stark. Abgesehen davon würde ich nicht sagen, dass Kawhi der ganzen Saison den Stempel aufgedrückt hat. Auf LeBron ist immer das Mikroskop. LeBron liefert meiner Meinung nach vor allem in der Saison eigentlich durchgängig, hat mehr Spiele gemacht. Again, es ist knapp. Ich habe auch den Vorteil bei Kawhi ehrlich gesagt gesehen, habe mich vielleicht auch ein bisschen davon blenden lassen, dass er endlich mal gesund ist. LeBron siehst du jedes Jahr. Und LeBron ist eigentlich immer fit, ab mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich sage nicht, dass es nicht ein Coinflip ist. Ich sage nicht, dass man LeBron nicht genauso Second Team hätte wählen können. Ich sage nur, ich hatte ihn Third Team, Kawhi Second Team und war damit eigentlich auch cool. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken mehr, glaube ich, drum gemacht, ob ich jetzt den einen oder den anderen ins falsche Team gesteckt habe. Aber eine Sache will ich noch sagen zu LeBron. Der Typ ist so eine Legende. Wirklich. Er hat die meisten All-NBA Selections mit 20 Stück. 20 Mal All-NBA hintereinander. Nur in seiner Rookie-Season hat er kein All-NBA-Team erreicht. Ab dem Zeitpunkt von 2004, 2005, Sophomore-Season, bis heute 2024, ist der Typ jedes Jahr All-NBA. Er war 11-mal All-NBA-First-Team hintereinander, glaube ich 13-mal insgesamt All-NBA-First-Team. Seine Legacy ist so untouchable. Also wirklich, ich bin ja immer krasser Verfechter von Jordan in der GOAT-Debatte. Aber wenn ich mir diese Basketball-Reference-Page hier mal ansehe von LeBron, ne, dann denke ich mir echt so, ja okay, ich muss hier 30 Mal scrollen. Schau dir alleine das hier an. So, und jetzt scrollst du hier runter, ja. Und der Typ fängt an 2003, 2004. Und jetzt scrollst du hier runter und guckst dir das hier alles an. Wie oft der in MVPs Zweiter, Dritter wurde, Erster wurde viermal, Rookie des Jahres, klar. Dann diese ganzen All-NBA First Selections, selbst 2020 noch All-NBA First. Das ist so insane. Das ist so insane, wirklich. Also LeBrons Reign über die Liga, seine Regentschaft über die Liga, ist untouchable. Der wird irgendwann retiren und hat mehr Saisons gespielt als Michael Jordan bei den Bulls. Ich wäre echt nicht überrascht. Michael bei den Bulls war 13 Jahre nur, wenn man die Retirement Seasons abzieht. Ja, 13 Jahre war MJ nur bei den Bulls. LeBron ist jetzt im Jahr 21, ist immer noch einer der 15 besten Spieler der Liga Minimum. Der Bro kann noch 4-5 Jahre spielen. Der kann low-key retiren nach 25 Jahren, wenn er will. Wenn er bereit ist, von der Bank zu kommen, der könnte wahrscheinlich 26, 27 Jahre spielen in der Liga. Das ist so absurd einfach nur. Das ist so absurd. Am Ende des Tages nochmal zu den All-NBA-Teams. Ich bin mit allen, eigentlich mit allen Votes cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist das Halley-Thema. Aber ich kann verstehen, dass die Voter so entschieden hätten. Hätte ich eine Vote, die zählt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch Halley gegeben, weil es ist ja irgendwie abgefuckt, jemand aus einem Vertrag, jemand quasi Kohle aus dem Vertrag zu nehmen, obwohl er vor seiner Verletzung die Leistungen hatte. Auf der anderen Seite, ja, man darf nicht vergessen, dafür wurden halt andere Jungs dann gesnappt, weiß ich. Ganz kurz noch, Giannis 6-mal in Folge jetzt All-NBA First Team, Luca 5-mal in Folge, Shea das 2. Mal, Jokic hat ein paar Ausnahmen, ist also immer ein bisschen so versetzt, aber hat jetzt 4-mal insgesamt All-NBA First Team und Tatum 3-mal All-NBA First Team. Also dieses First Team ist auch ziemlich locked, wahrscheinlich noch für die nächsten 1-2 Jahre. Du hast noch einen Embiid, der einen Case dafür anmeldet. Den haben wir jetzt gar nicht hier dabei, weil er die Spielanzahl nicht geschafft hat. Ja, Mann. Das war einmal ganz kurz meine Meinung zu den All-NBA-Teams. Ich habe die heute Morgen gesehen, habe dann eine Insta-Umfrage gemacht, dachte mir, ey, wir könnten mal ein bisschen drüber reden. Was sagt ihr? Ich glaube, 80-85% haben gesagt, ja, lass mal ein Video machen. Und ich wollte jetzt einfach so alles in allem einmal covern. Da war jetzt vielleicht nicht der allerbeste rote Faden drin, aber ich wollte einfach kurz mit euch drüber reden. Bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Also gerade Halley ist ein Riesenthema. Das ganze Thema, dass Verträge oder Vertragsvolumen an diese Berufungen knüpft sind und dass halt Medienleute das am Ende voten. Was haltet ihr davon? Dann Kawhi versus LeBron ist ein Riesenthema
Und dann wollte ich einfach Luca auch einmal seine Blumen geben, weil, brah, also in 6 Jahren 5-mal All-First-Team und dann noch 2-mal Conference-Finals, dieses Jahr vielleicht sogar Champion, die Mavs sehen wirklich gut aus. Ich würde denen im Moment sogar den Vorteil geben gegen die Celtics, so wie die aussehen. Und dann überlegt noch die ganzen Euroleague-Sachen, die er dazu hatte. Das erste Mal bei Real gespielt. Boah, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Wann hat er bei Real angefangen? Crazy früh, like mit 14 oder so das erste Mal Pro gespielt, 15. Insane, wirklich. Also Luca, wirklich einer der krassesten Spieler überhaupt, die wir haben. Und ja, ich wollte einfach alles so ein bisschen einmal abgedeckt haben. Wie gesagt, jeden Tag gerade gibt's KBJ-Show. Wir reagieren jeden Tag auf die Conference-Finals. Morgen ist wieder Pacers gegen die Celtics. Bin ich mal gespannt, ob die Pacers noch so ein Game in sich haben oder ob das jetzt das eine Spiel wird, wo die Celtics sie komplett überrollen. Ich weiß, die Pacers sahen am Ende des Spiels nicht besonders gut aus, haben wir lange genug auf dem Hauptkanal besprochen. Aber ich bin überhaupt gespannt, ob sie nochmal in so einem Game drin sein werden oder ob sie, aber sie hatten noch 22 Turnover, ne? Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn sie ein bisschen auf den Ball aufpassen, dass sie im Spiel bleiben. Aber vielleicht kommen auch die Celtics und steamrollen sie einfach und sagen, ey, wir sind der Champion oder wir sind der angehende Champion. Wir werden sehen. Auf jeden Fall Conference Finals aktuell jeden Tag auf dem Hauptkanal. Hier könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich mache alle paar Tage mal ein Video zur aktuellen NBA. Und yes, das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Freunde. Und wir hören und sehen uns morgen in der KBJ-Show. Bis dahin, haut rein. Peace.